Hallo und einen wunderschönen guten Abend miteinander. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz zum Bundesligaspiel des VfL Gummersbach gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Die Partie stand zur Halbzeit 8:13 zugunsten der Löwen und auch am Ende hatten die Löwen die Nase vorn mit 26:29. Im Wohnzimmer des VfL Gummersbach in der Schwalbe Arena waren heute 3.239 Zuschauer. Ich begrüße sehr herzlich unsere Gäste aus Mannheim, Trainer Nikolai Jakobsson und sportlichen Leiter Oliver Roggisch. Und zu meiner Linken Dirk Beuchler, Trainer des VfL Gummersbach und Peter Schönberger, den Geschäftsführer des VfL Gummersbach. Nikolai, zufrieden? Teilweise. Ich bin ja eigentlich mit dem Verlauf im ersten Halbzeit sehr zufrieden. Wir decken richtig gut, wir haben einen guten Torhüter und kriegen das Spiel so hin bei 12-6, dass wir da dreimal den Ball haben, wo wir leider keine gute Entscheidung trifft, wo ich finde eigentlich, dass wir mit, oder wir hätten die Möglichkeit mit ein paar Toren mehr in die Halbzeit zu gehen. Zweite Halbzeit lösen wir die Manndeckung gegen Andy nicht so gut, haben viele Fehlpässe, machen einfachen Fehler und dann lassen wir Gummersbach wieder so ein bisschen im Spiel rein. Dann kommen wir, gehen wir rüber, Spiel 7 gegen 6, lösen wir eigentlich ganz gut. Und dann werden wir so defensiv in die Abwehr in zweiter Halbzeit kriegen die Paraden von Palikan nicht mehr wie in erster Halbzeit. Gummersbach spielt dann auch 7 gegen 6 und finden gute Lösungen da. Mit 25 Minuten war ich richtig zufrieden und mit den 7 gegen 6 Angriff war ich auch zufrieden heute. Aber allgemein waren wir nicht 100% konzentriert über 60 Minuten heute und das kann man nicht in die Bundesliga, weil dann sind die Mannschaften zu gut. Und heute hat Gummersbach uns das Leben schwer gemacht. Über 60 Minuten haben die ganze Zeit gekämpft und haben heute nichts geschenkt bekommen. Danke. Dankeschön, Nikolai Jakobsson. Dirk Beuchler, Trainer des VfL Gummersbach. In der Halbzeit minus 5, am Ende minus 3. Zweite Halbzeit gewonnen. Bist du zufrieden? Erstmal schönen guten Abend, Glückwunsch an Nikolai und an Rhein-Neckar-Löwen. Ich denke, der Sieg geht auch vollkommen in Ordnung. Ja. Erste Halbzeit haben wir uns sehr schwer getan gegen die sehr gute Deckung und dann die Würfe, die wir genommen haben, waren dann halt alle, oder haben wir uns viele dann Palicka weggenommen, haben auch ein paar technische Fehler gehabt, wo dann Rhein-Neckar-Löwen das auch gnadenlos mit dem Gegenstoß bestraft hat. Man hat gesehen, warum Andy Schmid mehrmals MVP geworden ist. Gerade in der Anfangsphase mit der Kleingruppe mit Pekeler haben wir da sehr, sehr viele Probleme gehabt, das zu verteidigen. Deswegen habe ich mich dann entschieden, eine 5-1 zu decken. Die hat dann auch ganz gut geklappt. Anfang zweiter Halbzeit auch gut geklappt. Und so wie Nikolai sagt, wenn du dann einen deutschen Meister dazu zwingst, einen siebten Feldspieler zu bringen, dann hast du schon, glaube ich, viel richtig gemacht. Die Jungs haben das gut verteidigt. Wir haben dann selber ein bisschen Risiko gespielt. 7-6 haben das auch wesentlich besser gespielt diesmal als in Erlangen. Aber trotzdem, ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Sie hat sich aufgeopfert, sie hat gekämpft, sie hat alles gegeben in der Abwehr, im Angriff. Und der deutsche Meister ist der deutsche Meister, hat sehr viel Qualität. Und es tut mir für die Jungs leid, weil sie wieder gekämpft haben wie die Löwen heute. Aber wir haben halt leider das Spiel mit 3 Toren verloren. Aber nichtsdestotrotz kann man auf diese Leistung aufbauen. Man sieht, wir werden immer besser. Und irgendwann werden wir dann auch die Punkte holen, die wir brauchen. Danke. Dankeschön, Dirk Beuchler. Oliver Roggisch, sportlicher Leiter der Löwen. Der VfL Gummersbach hat gekämpft wie die Löwen. Wie kämpfen denn die Löwen? Guten Abend auch von meiner Seite. Dass Gummersbach heute kämpfen würde, ist keine Überraschung gewesen. Ich glaube, damit konnten wir alle rechnen. Haben uns auch gut darauf eingestellt, sind auch, wie Nikolai schon gesagt hat, in Abwehr gut in die Partie reingekommen. Es ist halt schade, dass wir uns nicht belohnen, wenn wir 10, 16 und 20, 26 führen, dass wir dann nicht konzentriert weiterspielen und eigentlich die Dinge machen, die wir vorher gut machen. Aber jetzt wissen wir, wie unangenehm 7 gegen 6 ist. Wir haben uns da auch schwer getan in der Abwehr. Hat Gummersbach gut gemacht. Jetzt gucken wir nach vorne. Jetzt haben 48 Stunden, dann geht es gegen Barcelona. Das ist dann nochmal ein ganz anderes Spiel, wo wir genauso da sein müssen wie heute auch in der Abwehr, müssen aber vorne natürlich viel konzentrierter sein, weniger technische Fehler machen. Ich glaube, das wissen die Jungs auch und wir haben jetzt eine Trainingseinheit morgen. Die werden wir sicherlich dafür nutzen und dann gucken wir, was gegen Barcelona möglich ist. Vielen Dank. Dankeschön, Olli Roggisch. Und nun möchten wir Peter Schönberger fragen, wie sieht es denn aus heute Abend als Geschäftsführer des VfL Gummersbach? Wie ist dein Zufriedenheitsgrad?
Ja, sehr hoch. Gut, natürlich ganz, wenn man verliert, kann man nicht ganz zufrieden sein, aber ich muss sagen, man hat es an der Reaktion des Publikums gemerkt, dann nach dem Spiel, Standing Ovations, stehender Applaus. Sie haben ein gutes Gespür dafür, was die Mannschaft geleistet hat. Das war eine sehr gute Moral. Und ich muss sagen, das war halt jetzt auch wichtig, dass man jetzt hier nicht mit 7, 8, 9 Toren verliert, sondern mit 3 Toren. Die Mannschaft ist da mental intakt. Die Zuschauer sind an Bord. Für mich als Geschäftsführer heute Abend alles in Ordnung. Wo du sagst, alles in Ordnung, mir fällt gerade ein, wir haben heute ein bisschen was getan an unserem Öffentlichkeitsauftritt. Magst du da 2 Worte zu sagen? Ja, wir versuchen halt jetzt Schritt für Schritt immer mehr, noch mehr Struktur in den VfL zu bringen. Heute ist unsere neue Website online gegangen mit ganz neuem Style, mit besseren Verlinkungen, mit allem, was eine moderne Website ausmacht. Der Shop, der Fanshop ist integriert jetzt in der Seite und das ist ein relativ großer Schritt. Wir werden in 2 Wochen dann auch noch einen weiteren Schritt machen und mit der App jetzt endlich rauskommen und das ist einfach wichtig. Wir können uns nicht nur, wie wir es vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen zu sehr gemacht haben, auf der großen Marke ausruhen, sondern müssen nach vorne schauen, müssen auch junge Zielgruppen ansprechen und da sind wir jetzt gerade dabei. Vielen Dank, Peter Schönberger. Und jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte feuerfrei für Ihre Fragen. Keine Fragen sind gewünscht, dann darf ich mich bedanken für Ihr Hiersein. Ich wünsche euch viel Erfolg am Sonntag gegen Barcelona und am Mittwoch gegen Plock. Und wir sehen uns alle wieder am 28.09., wenn es heißt Fuchsjagd, VfL Gummersbach gegen Füchse Berlin. Vielen Dank, schönes Wochenende.